Ja, schauen Sie, Herr Haier, das ist unser Film, den wir vor 2021 bei uns im Werk in Ostholz-Scharmbeck damals über das Thema Blue Power gedreht haben. Das ist ja Wahnsinn, was in dieser Zeit alles schon passiert ist. Ja, und nun sind wir hier in unseren neuen Hallen. Wenn man zurückdenkt, 2006 begonnen, damals in Iserlohn mit den ersten Gedanken, ein Abfallsammelfahrzeug zu bauen als alternativer Antrieb, dann über 2011 das erste Brennstoffzellenauto für Berlin produziert und 2018 den ersten Prototypen auf der Messe IFAD, unsere Leitwelt-Umweltmesse, vorgestellt. Und sind jetzt hier gelandet in Bremen und wir bauen hier 8 bis 10 Fahrzeuge jeden Monat und sind mit 75 Fahrzeugen, die wir jeden Tag auf der Straße haben, eigentlich der größte Hersteller von Wasserstoffabfallsammelfahrzeugen, die jeden Tag laufen. Das ist natürlich das, was uns besonders freut, dass wir Sie willkommen heißen durften. Einmal als innovatives Unternehmen und natürlich auch als ein Familienunternehmen, weil das ist das, was die Wirtschaft in Bremen ausmacht. Aber darüber hinaus sind wir natürlich Automobilstandort. Und der Automobilstandort befindet sich gerade im Wandel. Mercedes hat ja seine Umstellung verkündet, ab 2030 nur noch elektrifizierte Fahrzeuge anzubieten. Und das ist ja genau das, wo sich die Zulieferstruktur auch massiv ändern wird in Bremen. Wir kommen von den konventionellen Antrieben, auch die Zulieferstruktur. Es wird wechseln in eine Zulieferstruktur, die auch weitere tolle Themen und Projekte mitbringt. Und daher ein wunderbares Projekt, ein tolles Unternehmen. Und wir können nur sagen, herzlich willkommen. Und wir würden gerne mit Ihnen die nächsten Schritte natürlich gemeinsam gehen. Es gibt ja schon Projekte, die wir zusammen angehen, von Vergrößerungen, von Veränderungen. Und wir sind ja auch dabei, gerade auch ein zweites Fahrzeug zu installieren hier bei uns, und zwar im Verteilerverkehr. Wir sind da ganz stark mit dem Unternehmen Daimler-Benz Trax verbunden letztendlich. Und unser Ziel ist es auch, in den Verteilerverkehr zu gehen, um dort eben auch den alternativen Antrieb nach vorne zu bringen. Ja, es ist eigentlich in Deutschland etwas befremdlich, dass wir uns hier Diskussionen stellen, ist die Batterie besser oder ist der Wasserstoff besser? Wir sagen hier bei Ingenious und bei Faun, wir brauchen beides. Und es gibt die unterschiedlichsten Einsatzzwecke, wo das eine besser ist wie das andere. Die muss man zusammen abwägen. Und ich bin der Meinung, wir müssen hier in Deutschland eigentlich miteinander diese zwei Modelle nach vorne bringen und nicht nur das eine oder das andere. Und daran sehen wir als Hersteller auch, dass wir hier die Politik auch gefordert sehen, mit uns diese Diskussion zu führen, um diese zwei Möglichkeiten der alternativen Antriebe eben mit nach vorne zu bringen. Sie können sich absolut sicher sein, dass das beides Themen sind, die in Bremen genauso gesehen werden. Und die Politik hat sich ja in Bremen auch entschieden, einen Energiecampus aufzubauen. Was ist das Ziel? Wir sehen, dass handwerkliche Berufe sich weiterentwickeln müssen. Gerade auch auf neue Technologien hin. Aber das werden die Unternehmen nicht alleine schaffen. Kleine mittelständische Handwerksbetriebe. Wie schaffen sie es, damit die Zusatzqualifikationen erlangt werden? Dafür hat der Bremer Senat immerhin im Rahmen des Klimaschutzfonds 100 Millionen Euro ausgerufen, um dieses Projekt zu entwickeln, um Weiterqualifizierungsmöglichkeiten fürs Handwerk zu nutzen, damit dort auch wirklich ein Nutzen entsteht. Und den Nutzen, den gibt es ja auch darüber hinaus in der Stadt, wenn Sie mit diesen Fahrzeugen durch die Stadt fahren. Ja, diese Fahrzeuge sind schon speziell, letztendlich muss man sagen. Es gibt etliche Vorteile. Wir sind natürlich komplett CO2-frei. Das heißt also, wir fahren letztendlich mit Wasserdampf, was hinten rauskommt. Und wir sind dadurch natürlich sehr leise. Und das Personal, das heute mit diesen Autos fährt, das ist begeistert davon. Die wollen also von diesen Fahrzeugen gar nicht mehr weg, weil das für sie eine große Arbeitserleichterung ist. Alleine der Geräuschpegel, der fast auf null dimensioniert wird. Aber das heißt aber auch, wenn Sie dann durch die Straßen fahren, man hört sie ja gar nicht mehr. Nein, das ist so. Man hört uns nicht mehr, wenn wir durch die Straßen fahren. Und wie das in Deutschland so üblich ist, wird der Abfalleimer nach draußen wieder reingeholt, wenn das Auto vorbeigefahren ist. Und das erleben wir immer wieder in allen Kommunen, wo unsere Autos laufen, dass die Leute gar nicht mehr mitkriegen, wenn ihre Mülltonne geleert worden ist. Das ist ein tolles Nebenprodukt, oder? Das ist ein tolles Nebenprodukt, das ist ein tolles Erlebnis auch für uns. Und wir sind natürlich auch stolz, und weil Sie das Thema Mitarbeiter angesprochen haben, wir haben also jetzt hier im Standort hier von Ingenious
ungefähr 140 Mitarbeiter. Das heißt also, wir sind in den letzten 2 Jahren von 20 auf 140 Mitarbeiter gewachsen. Ein ganz großer Teil in der Ingenieurskunst, weil eben dort doch in diesem Fahrzeug viel Technik und Ingenieurswissen drinsteckt. Und da sind wir natürlich auch ein Stück stolz drauf, wenn die Stadt Bremen uns mit dem Campus entgegenkommt, wo wir natürlich auch unsere Mitarbeiter oder unsere zukünftigen Mitarbeiter schulen können. Ich würde Sie natürlich ganz gerne einladen zur Eröffnung unseres Energiecampus beziehungsweise auch zur Projektentwicklung, weil da geht es wirklich um zukunftsfähige, qualifizierte Mitarbeitende auch in den Betrieben. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dort Partner von uns sein würden. Klar, sehr gerne. Ich komme da gerne vorbei. Wir würden gerne der Partner sein. Und wir würden Sie im Gegenzug dazu einladen, eben unser 100. Fahrzeug, das wir in diesem Jahr aus dieser Fabrik hier ausliefern werden, bei der Übergabe an den Kunden hier in Bremen dabei zu sein. Sehr gerne.